Herzlich willkommen, traditionelles Winke-Winke an die Aufzeichnungszuschauer. Und jetzt kann's losgehen. Unser erster Hinweis ist wie immer, ich kann nicht unsere gesamten Studieninhalte wiederholen. Hier bitte Homepage aufrufen und sofort sich die großen Einführungssendungen anschauen. Das ist der Weg, um den es geht. Und jetzt geht's los mit den heutigen Themen, die da lauten. Wo geht's los? Fangen wir doch mal hier an. Die Gier der Sozialspaten und ihrer Marionetten, der unrealistischen Linken, den Fähigen Geld wegzunehmen. Diese Gier ist so riesig in der Gesellschaft, ja? Diese Geldgier der unrealistischen Linken, immer Geld fixiert. Mich interessiert Geld überhaupt nicht mehr. Ich hatte auch mal viel Geld, aber das interessiert mich alles nicht mehr. Denn es muss und kann immer bei allem nur darum gehen, sozusagen, eine Sekunde bitte. Eine Sekunde, so, jetzt sehe ich das alles ein bisschen besser. Ja, also, Geld darf uns erstmal überhaupt nicht interessieren. Überlassen wir doch die Geldgier und die Geldsucht den Reichen und den Mächtigen und so weiter. Und uns muss es doch um die Lebensqualität, das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit gehen. Und nur ganz am Rande darf unser Wohlstand uns interessieren. Denn wenn wir als erstes den Reichen signalisieren, wir sind gierig, ihnen was wegzunehmen, sie totzuschlagen und zu bestehlen und so weiter, dann werden wir nie eine Transformation der Gesellschaft bekommen, weil nun mal diese Reichen und Mächtigen die Welt beherrschen und nicht wir. Nicht die unrealistische Linke beherrscht die Welt. Die Sarah Wagenknecht und die Linke und so weiter, 2,1% oder was, 2,5%. Ja, nicht die beherrschen die Welt, sondern FDP, CDU, SPD und Grüne beherrschen Deutschland und dahinter stecken die Freunde aus den großen Konzernen und die Lobbyisten und so weiter als Ideengeber und als Denkimpulsgeber. Also. Das funktioniert so nicht, ja? Und wieso die Gier der Sozialspaten? Wieso? Ja, weil das aus den Sozialspaten kommt. Die Sozialspaten, ja? Soll ich da mal die Bilder zeigen gerade? Moment. Wie gesagt, das ist jetzt die Sozialspaten. Gehen wir doch mal. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier kommt. Kommt das hier? Ja, hier kommen die Sparten. Die Sozialsparten sind die gefährlichsten Sparten. Es sind nicht die Tabakkonzerne, die Waffenkonzerne, die Gesundheitskonzerne, die uns zuerst vernichten, sondern was uns zuerst vernichtet, sind zwei harmlos erscheinende Dinge. Die Sozialsparten. Zum Beispiel die Arbeitsamtmitarbeiter, die Sozialarbeiter und all das und die Weltsozialsparten, all diese NGOs, die in der Illusion leben, sie würden die Welt retten, aber in Wirklichkeit natürlich nur gutes Geld verdienen können, wenn in der Welt Armut und Hunger und Not nicht nur erhalten bleiben, sondern möglichst noch größer werden. Und genauso bei den Sozialsparten, die können alle nur dann ihre größeren Karrieren machen, wenn die Menschheit sich verwandelt oder Deutschland sich verwandelt in ein Land der Sozialfälle, genauso wie sich die Gesundheitssparten sich nur riesige ihre Gewinne noch steigern können, wenn sich ganz Deutschland in ein einziges Krankenhaus der chronisch Kranken verwandelt. Und das läuft wunderbar. Der Kapitalismus schafft das perfekt, das zu schaffen. Ja? Und deswegen die Sozialspartler haben in
intern bestimmte Irrtümer, die sie für Wahrheit halten, denn die halten sich ja alle für unschuldig. Jeder Mensch hält sich für unschuldig, der glaubt nur einfach seine zentralen Irrtümer, und die Irrtümer, die sich als besonders vorteilbringend erweisen, die werden dann auch traditionell immer in die Außenwelt hineingepumpt, sodass wir alle sozusagen, dass wir dann alle glauben, ja, und ich zeige nochmal diese Infektion, wo ist die zu sehen? Hier, die ist diese Infektion, ja, nämlich dass jede Sparte, hier sind die Sozialsparten, dass die also sozusagen lauter vorteilbringende Irrtümer und ab und zu auch Geld ausdünsten in Richtung Journalisten, Universitäten, Spielfilmemacher, Politiker und Parteien. Und so ist dann die ganze Gesellschaft voll von diesen vorteilbringenden Irrtümern und glaubt, es sei eine gute Idee, und jetzt komme ich wieder zurück, es sei eine gute Idee, wo ist es, den Fähigen das Geld wegzunehmen, zu versuchen und die eigene Geldgier und Geldsucht und Konsumsucht als erstes zu befriedigen. In Wirklichkeit treibt man damit die Fähigen aus dem Lande und übrig bleiben mehr Sozialfälle, mehr Arbeitslose, mehr Obdachlose, noch mehr zerstörte Menschen, noch mehr Sozialfälle. Und die Sozialspenden können riesige Profite machen. Das heißt, die unrealistische Linke ist nichts anderes. Die Menschen, die einzelnen Menschen sind Marionetten der Sozialsparten, also Lobbyisten wie der Willen der Sozialsparten, Handlanger, unfreiwillige Handlanger der Sozialsparten bei ihrem Anliegen, Deutschland zu zerstören, ihrem nicht bewussten und nicht beabsichtigten, nicht bewussten, unterschwelligen Anliegen, Deutschland zu zerstören, in ein Land der Arbeitslosen, Obdachlosen und der Sozialfälle zu verwandeln. Aber dazu kommt es, wenn ich nämlich die, wenn alle aufgehetzt sind, den Fähigen die Gelder wegzunehmen, dann wandern die einfach ab, denn nicht umsonst hatte die DDR eine Mauer gebaut. Ohne Mauer können sie die nicht festhalten, die Fähigen. Wobei die dann auch, wenn sie die mit Gewalt festhalten, natürlich auch keine Topleistungen mehr bringen. Aber die wandern ins Ausland und dort findet dann die große Wirtschaft und die erfolgreiche Wirtschaft ab. Und Deutschland ist das Land der Armen und Arbeitslosen und Obdachlosen. Ne? Aber dann und der blühenden Sozialsparten, bis dann das Geld nicht mehr reicht, die Sozialsparten zu bezahlen und die dann, ohne dass es ihnen bewusst ist, wie die Aliens, wie die sprichwörtlichen Aliens, in andere Staaten auswandern, um dort diese Staaten zu ruinieren und auszuplündern, bis die dann wieder ruiniert sind. Und dann gibt's ja noch weitere Staaten, ne? Also, und der zweite, deswegen ist die zweite Aussage hier, also Hass, Neid, Missgunst auf Fähige treibt diese aus dem Lande. Und übrig bleibt ein armes, zerstörtes Land. Und genau dazu hetzen die Sozialsparten mit ihren ihnen nicht bewussten vorteilbringenden Irrtümern, die unrealistische, extremistische Linke auf und dadurch sozusagen wird das ganze Land zerstört und die einzigen, die profitieren an einem zerstörten Land, sind eben die Sozialspartler selber, ne? Hass, Neid und Missgunst auf Fähige der Sozialsparten. Ah ja, das muss man so lesen. Hass, Neid und Missgunst auf Fähige der Sozialsparten und unrealistischen Linken zusammen wird dieses Land zerstören, was ich hiermit gesagt habe. Damit beende ich als erstes die Aufzeichnung. Tschüssi, Winke, Winke, traditionelles Winken an die Aufzeichnungszuschauer.